glücklich sind und gemeinsam alt werden, sind wir endlich frei und können erlöst davon schweben. Für immer, für immer, vom Herzschmerz verbrannt. Für immer, für immer, bleiben wir sehen. Schlimm, gell, wenn keiner Applaus kommt. Ich mag das gern. So, das ist schön. Ich hasse unter das. Der Dusche. Da gibt es nämlich immer einen im Publikum, der macht Wuh! Wuh! Nein, Wuh! Kannst du das auch? Wuh! Ja, genau. Das ist furchtbar. Und deswegen mache ich nicht mehr Live-Musik. Ich bringe meine immer nur zu Zillu. Ich verfilme meine Songs immer. Wir stellen heute einen Song von mir vor. Ich bin der Einzige, der auf der Welt von dem Komponisten des Songs, der da heißt wie? Ja, wie heißt das? Nicht der Song, das weiß ich auch. Wie heißt er? Der Bassist? Andy Fraser. Andy Fraser, ja. Die Erlaubnis hat ein, auch von Paul Rogers, von allen dreien, von Free, ein Cover zu machen. Das ist das Einzige, was es gibt auf der Welt. Das Video ist schon lange vorher entstanden, bevor die Platte entstanden ist. Ich freue mich immer wieder, dass man dann All Right Now so singen kann mit einer Erlaubnis. Viele andere tun das ja auch. Und das Schlimmste, was es bei All Right Now gibt, ist ein mehrstimmiger Refrain. Habe ich immer wieder gehört, All Right Now mit einem mehrstimmigen Refrain ist ganz schlimm, ist einstimmig. Und wir haben das also perfekt hingebracht, wenn ich auch ein bisschen besser singe wie der Paul Rogers, aber das ist eine andere Geschichte. Kommen wir mal vorher, bevor wir dieses Lied hören, zu den Musikern von The Gates. Und es, ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass es jetzt lauter Männer sind. Ist es schwer oder anders, wenn es jetzt ein Sänger wäre? Also, schau mal, jetzt stelle ich mich jetzt mal dahin. Geh mal du kurz weg da. Stellt euch einmal vor, oh, ihr müsst den ihr Gesicht finden. Die versuchen sich gerade vorzustellen, wenn ich ihr Sänger wäre. Da ist ein ganz skeptisches Gefühl gerade entstanden, vor allem bei dem Für immer jetzt gerade. Du, pass mal auf, ja. Sag mal, was du kannst. Ja, das ist, sie preiselt ja auch schnell, gell? Die Marion? Beim Singen. Ja, ja, sehr. Sie ist ja, hat ein wunderbares Münchnerisch, aber sie preiselt dann so. Also im Rock wird immer so, ist ja alles so, irgendwie so ein bisschen nur die Nase und bei den Männern. Ich kann dir das schon, du kannst es kurz nochmal anspielen, dann mach dir kurz vor, wie das als Doppelgesang funktionieren würde. Spiel es nochmal, bitte. Dann machen wir das Lied richtig kaputt, komm. Nein! Wollen Sie nicht? Ich weiß gar nicht, warum das Lied nicht kaputt ist. Es hat doch den Preis schon gewonnen. Das kapierst du, es wird immer so bleiben. Der deutsche Rock- und Poppreis 2008 ist schon an Gates vergeben worden. Brauchst du überhaupt nicht Sorgen. Wunderschön. Nein, aber es wird der einzige bleiben, wenn man ihn nicht zerstört. Das muss so weit kommen, dass man, schau, bei den, gerade bei Schauspielern, nichts schöner, als wenn einer nicht kommt. Ja? Wenn er sagt, du, Entschuldigung, bin gerade in Australien, vielleicht noch über eine Dings, sitzt vor seinen Kühen, man weiß genau, der will bloß nicht von zu Hause weg und will zu dem dummen Haufen nicht rüberfahren und sagt, hey, servus, Dankeschön, pfiat euch. Das sind Preisentgegennahmen. Oder nochmal Respekt, Herr Ranitzky, ja, einen besser getimten Auftritt kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist großes Können. Mit wenigen Sätzen, mit Ansage vor der Show. Du musst alles einmal durch den Kopf, auf der Zunge zergehen lassen. Durch den Kopf, auf der Zunge, es geht. Dass man vorher sagt, pass auf, ist scheiße der Preis. Alle wissen es. Der Herr Oberlehrer, die ganzen Intendanten vom ZDF, die sitzen in der ersten Reihe. Du hast den Entertainer, der es moderieren muss. Und du hast vorher schon gesagt, du nimmst den entgegen, dann darfst du sagen, und erpresst dir sogar noch eine eigene Sendung. Das mit 80 Jahren oder so.
die vorher Sicherheit keiner angetragen hätte, hätte er tausendmal hier telefonieren müssen. Alle haben es gehört, mit Zeugen, großartig. Und das Schönste war für mich die Relativierung so in den nächsten 2-3 Wochen von jedem Einzelnen. Jeder, der das Hosendeal 8-mal aufgemacht hat für den Preis, hat auf einmal, ja, es stimmt ja irgendwo, aber meine Kollegen und so. Schmarrn, es ist scheiße, was man im Fernsehen sieht. Es ist so, ja, ganz wenige Ausnahmen, ganz wenige, also da gehört bestimmt zum Beispiel die Brücke dazu, das kann man sich wirklich anschauen, aber man kann sich ganz viel einfach gar nicht anschauen. Es geht gar nicht. Nicht bloß ich. Schaust du viel Fernsehen? Es geht. Was schaust du denn da an? Soll ich das jetzt wirklich sagen? Ja, bitte. King of Queens. Und El Bandi natürlich. Aber King, nicht? Nee, den hab ich schon durch. Muss ich als Kind schon immer sehen. Kannst du auswendig? Nee, also echt. Ich habe ihn heute wieder gesehen, der ist großartig. Das